Hallo ihr Lieben, ein neuer Tag und heute tatsächlich ein neues und wichtiges Thema. Wir sind beim letzten Abschnitt, wenn wir jetzt ins 20. Kapitel hineingehen, und zwar geht es um die Auferstehung Jesu. Und ohne Auferstehung keine Beglaubigung. Dann hätten wir letztlich keine Gewissheit, dass Christus tatsächlich auferstanden ist und damit keine Hoffnung. Und damit würden wir eigentlich mit einem toten Jesus zurückbleiben. Von daher also ein sehr, sehr wichtiges Thema, nicht witziges, das ist völlig daneben. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und es wird uns sehr auffallen, dass im 20. Kapitel sich Johannes relativ nah an den Geschichten der Synoptiker noch hält, während im 21. Kapitel das nochmal ganz anders aussieht. Wir werden zur gegebenen Zeit dann davon hören. Ich lese aus Johannes Kapitel 20, die Verse 1 bis 10. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer entfernt worden war. Sie rannte zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus besonders liebte. Denen berichtete sie: Sie haben den Herrn aus dem Grab fortgebracht, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg zum Grab. Die beiden rannten zusammen los, aber der andere Jünger überholte Petrus und war als erster dort. Er beugte sich vor und sah die Leinbinden daliegen. Aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Binden, es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus vom Tod auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Liebe Geschwister, Johannes konzentriert sich auf eine der Frauen. Ein ganz kleiner Hinweis haben wir, dass es tatsächlich mehrere Frauen waren, und zwar in dem Satz: Sie haben den Herrn aus dem Grab fortgebracht und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und wir wissen nicht. Also es schließt sich nicht aus, nur weil Johannes den Fokus auf eine Frauengestalt setzt, lenkt, während dass da noch mehrere Frauen dabei waren. Das Besondere ist, sie gehen morgens früh, als es noch dunkel war, also zwischen 5 und 6 bereits zum Grab. Sie wollen natürlich die Leiche salben. Sie haben offenbar also nicht richtig mitbekommen, dass sie bereits gesalbt worden ist von Nikodemus und Josef von Arimathea. Und deswegen werden sie wahrscheinlich auch nicht erwähnt, aber sie werden mitbekommen haben, wo Jesus liegt. Und der erste Fakt ist, der Stein ist weggewälzt. Er ist entfernt von der Grabkammer. Das ist das Erste, was gesagt wird. Der Stein ist weg. Dieser Rollstein hätte den Frauen nicht nur Mühe, sondern wahrscheinlich den Zugang wirklich auch zum Grab verwehrt. Denn man braucht ungefähr, um so einen Rollstein zu bewegen, mindestens 4 starke Männer. Ja, also, der Stein ist weg. Und Johannes berichtet sehr, sehr karg. So mit wie so kurzen Sätzen. Und
Was dann im Grab geschieht mit den Frauen, wird überhaupt nicht thematisiert. Das setzt er offenbar alles voraus, dass das die Mitchristen einfach wissen. Er bleibt bei Maria von Magdala und erzählt, dass sie, nachdem der Herr verschwunden ist, also nun zu den Jüngern rennt, zu Simon Petrus und zu Johannes, dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Und sie berichtet eben davon, sie haben den Herrn aus dem Grab fortgebracht. Wer ist sie? Das könnte zum einen Josef von Arimathäa und Nikodemus gewesen sein. Wobei, sollte plötzlich die Liebe zum Herrn nachlassen, sollte es nur eine Notlösung gewesen sein oder wollte nicht Josef von Arimathäa den Herrn auch vielleicht besonders dadurch ehren, dass er sein neues Grab ihm zur Verfügung stellt. Es ist also ein bisschen, Außerdem, wenn das Jünger gewesen sind, dann hätten sie garantiert den anderen auch Bescheid gegeben an dieser Stelle. Von daher, also, oder die anderen Jünger hätten gefragt, sie danach. Das alles erübrigt sich aber im Fortlaufenden. Bleibt aber erstmal jetzt in dieser Geschichte außen vor. Er setzt voraus, dass mit den Engelsgestalten, er setzt voraus, dass die Frauen dann auch zurückkehren, etwas ratlos, trotz der Botschaft, weil sie es einfach nicht fassen können. Und wie gesagt, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Die zweite Gruppe sind natürlich die, die nicht an Jesus glauben und die nun sozusagen sich an seinen Leichnam vergreifen, um ihn, ja, wegzubringen, um ein für alle Mal damit Schluss zu machen. Damit dieses Grab nicht noch zum Pilgerort womöglich wird. Und die Totenverehrung für diesen Christus, womöglich erneut Blüten treibt. Dann heißt es, sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg. Und dann wird etwas fast schon kurios erzählt, dass die miteinander unterwegs waren, aber der Jüngere, nämlich der andere Jünger, nämlich Johannes, vorwegläuft. Sozusagen den Petrus überholt, heißt sogar, und als erster dort ist. Und er geht also so hinein in den Vorraum und schaut in die Grabkammer nur kurz hinein, sozusagen, aber betritt sie nicht. Er sieht die Binden, die da liegen. Und als Simon dann schließlich nachkommt, kurze Zeit später, der wiederum geht gleich in die Grabkammer. Ich weiß nicht, ob Johannes in irgendeiner Weise etwas scheu war oder Furcht verspürt hat oder er sieht die Grabtücher, will sich aber nicht vergewissern. Könnte ja auch sein, dass irgendein Tier sich dran vergriffen hat. Während Petrus ohne jegliche Angst geht. Ganz nochmal der Gedanke zurück. Sie sind losgestürzt, als die Nachricht kam. Sie haben ihre Sicherheit aufgegeben, ihr Haus, sind aus der Stadt hinaus. Sie haben sich antastbar, angreifbar gemacht. Ja, sie wollen es wissen. Sie wollen es wissen. Es kann nicht sein. Und da sieht er die Leinenbinden da liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das aber lag eben nicht bei den Binden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz, sodass es nicht sofort sichtbar war. Und dieses zusammengerollt heißt, dass man also tatsächlich die Binden, auch die Leinenbinden und alles, dass es abgerollt wurde, dass es sorgfältig gemacht wurde, dass es nicht einfach runtergerissen wurde, sondern sorgfältig zusammengelegt auf dem Platz. Das ist schon etwas verblüffend. Nun kommt auch Johannes hinein. Er sah alles, heißt es dann kurz. Er sah alles. Das,
die ordentlich zusammengelegten Leintücher, also die Binden, und eben das Schweißtuch, etwa so wie ein großes Taschentuch, das übers Gesicht gelegt worden ist, ganz ordentlich zusammengelegt. Und ihm dämmert, das war nicht irgendwer, der das jetzt irgendwie das Grab schänden wollte oder Schindluder getrieben hat. Und dieser kleine Satz, er sah alles und kam zum Glauben, erinnert interessanterweise an 2. Mose Kapitel 14, Vers 31, glaube ich, als die Israeliten die große Macht Gottes sahen und dann an diesen Gott glaubten, durch die Zeichen, die er an den Ägyptern tat. Sie sahen es und daraus folgt der Glaube. Sie sehen die Größe Gottes, nun vertrauen sie ihm. Das geschieht interessanterweise bei Johannes. Er sieht es und begreift, hier ist Gott am Werk. Hier ist etwas in Gottes Sinn geschehen. Hier ist ein ganz deutliches Zeichen. Und dieses Zeichen bedeutet, er ist auferstanden. Der nächste Satz macht nochmal ganz deutlich, sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus vom Tod auferstehen musste. Das heißt, es war nicht in erster Linie bei Johannes die Heilige Schrift, die plötzlich wie so ein Aha-Erlebnis kommt, dass letztlich die Schrift darauf hingewiesen hat, dass das alles geschehen muss. Das war es noch nicht. Das kommt erst später. Sondern sie haben durch das, was er hat, durch das, was er sieht, plötzlich die Erkenntnis, er ist auferstanden. Und glaubt. Und damit könnte man auch sagen, und hofft. Glaubt und hofft. Also das sind so Dinge, das macht uns auch selber Mut, weil dass wir die Erkenntnis dann, dass alle Schrift letztlich des alten Bundes auf Jesus hinweist, dass alles, was da geschrieben ist, war, wird in Christus, das vorausgesagt wird, dass er der Messias ist, das darf nachkommen im Glauben. Wir müssen nicht alles auf einmal begriffen haben, wir müssen nicht alles auf einmal sozusagen verstehen, sondern wir können Schritt für Schritt im Glauben wachsen. Aber der Erstanstoß ist Sehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir in unseren Gemeinden lernen, mit Jesus zu leben und nicht nur irgendwelche alten Lieder zu singen oder irgendwie alte Formate und Hauptsache tolle Liturgie oder sonst was, sondern dass sie dort in der Gemeinschaft sehen, in der Gemeinde, dass Christus da ist. Herausfordernd, denn dann kann Glaube entstehen. Kann Glaube wachsen. Nicht umsonst sagt man, eigentlich kommen die meisten Menschen durch Freunde zum Glauben, die Christen sind. Nicht durch Fernsehfilme oder nicht durch Internet und nicht durch begnadete Prediger. Die sorgen oft dafür, dass dann Glaube nach und nach beginnt zu wachsen. Manchmal sorgen sie auch dafür, dass leider Menschen wieder alles hinschmeißen. Leider. Weil wir eben auch nur menschliche Worte haben, die, wenn Gott nicht seinen Geist gibt, die Herzen nicht berühren. Oder wir uns zu sehr der Welt zugewandt haben und dadurch alles kaputt geht. Wir gar nicht mehr merken, dass wir gar nicht mehr Jesus in die Mitte stellen und Gott verkünden, sondern nur noch politische Aussagen machen oder Gut und Böse bewerten.
Hier heißt es, die Schrift haben sie noch nicht begriffen, aber das, was sie gesehen haben. Und das ist etwas, interessanterweise, auch denken sie an Nathanael, als der gerufen wird, da sagen die Jünger, kommen Sie. Komm und sieh. Sieh genau hin, was da geschieht. Sieh genau hin, was er tut und wie er spricht. Du wirst es erkennen. Und dann heißt es ganz, ganz lapidar, dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Ja, was sollten sie machen? Was sollten sie machen? Sie suchen wieder die Sicherheit auf. Sie wissen jetzt erstmal nicht weiter. Das Grab ist leer. Ja. Und nun? So geht es vielen, die vor dem leeren Grab stehen und alle möglichen Wenn und Aber suchen. Dann gehen sie nach Hause, als wäre nichts gewesen und haben es nicht erkannt, haben es nicht begriffen, sind nicht den Schritt gegangen aus dem, was sie erlebt haben, nun im Glauben zu leben, ihr Leben Jesus hinzugeben. Sie gehen nach Hause. Gott sei Dank bleibt er nicht da stehen. Dann wäre die ganze Geschichte zu Ende gewesen. Gott sei Dank gibt er den Jüngern Zeit zu erkennen, zu begreifen, zu wachsen. Und auch uns. Da kann man immer nur Danke sagen. Danke, Herr. Du schenkst uns die Auferstehung Jesu. Und das bedeutet für uns, er ist bei uns jeden Tag. Danke, Herr. Du besiegelst durch diese Auferstehung tatsächlich, dass deine Liebe siegt und dass dein Plan aufgegangen ist. Und in den Jüngern hältst du uns den Spiegel vor. Ja, dass wir so leben sollen, dass Menschen sehen, was Glaube wirkt und selber zum Glauben kommen. Und all das andere kann nachkommen. Wir müssen nicht perfekt erst werden, um zu dir zu kommen, sondern wir dürfen kommen, wie wir sind, wenn wir offene Herzen haben und dich einlassen. Dann wirst du uns Schritt für Schritt zeigen, wie dein Plan auch für uns aussieht. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und bitten dich, segne du uns an diesem Tag, begleite du uns und erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe. Amen. Ihnen allen einen von Liebe erfüllten Tag und dass sie die Freude über die Auferstehung unseres Herrn immer wieder neu ausstrahlen.